Und damit herzlich willkommen bei I Wanna Be The Boshi. Schau dir mal den Hintergrund an. Sind das die Polarlichter oder ist das Lava? Was glaubst du? Die Polarlichter am Horizont, ja. Die habe ich Ecuador. Also Ecuador. An der heißesten Stelle, wo die Sonne durchfliegt. Mm. Und zwar so die Zentrallichter, nicht die Nordlichter, nicht die Südlichter, sondern... Zentrale! Mittellichter. Schau, Meatball hat einen guten Vorteil. Wir können sehen, wo wir schon überall waren. Weil er Blut überall hintut, wo wir schon überall waren. Ja. Da können wir dann am Ende vom Bosskampf sehen, ob wir wirklich die ganze Arena geused haben oder ob wir lazy waren und blöd. Aber apropos Meat Boy. Mhm. Ja. Es gab ein Meat Boy Lost Media. Glaube ich dir nicht. Was irgendwie so eine Parodie auf Tiger Electronics war. Bist du sicher? Ja. Okay. Ich hätte noch nie davon gehört. Und ich weiß nicht, durch irgendeine Kontroverse hat er das dann früh wieder rausgenommen. Ich glaube, das war eine App als Spiel. Ah. WhatsApp! Und durch eine Kontroverse hat das früh wieder runtergetan. Oh, das hat er noch nie gemacht. Und das letztes Jahr wurde die Lost Media jetzt längst. Ah! Was ist A? Achso, Feuer. Ah, ja, ja, danke, bei Feuer muss ich schreien. Lignano? Ah, Lignano, cool. Schau, da kann man richtig ein bisschen spammen. Aber die Feuervögel, das ist das Schwierigste von allen Sachen. Du meinst die Keys. Xen? Ah, oh, Lignano. Da weiß man nie, es kann immer... Oh nein, der ist so nah! Feuer! Oh! Ah! Ah, knapp! 32 Pixel hätte er noch gehabt. 32 Pünktchen hätte er noch gehabt. Apropos Pünktchen? Mhm. Wie war eigentlich der Bomberman-Boss? Was hätte er gemacht? Der war, wie gesagt, total low effort und schlecht, weil... Was hat er gemacht? Er hat ein Set-Pattern gehabt, dass er immer abgeht. Und tanzen. Ja, er ist immer voll abgegangen. Und du musstest dir einfach merken, wo du stehen musst. Vielleicht erinnerst du dich an den Tetris-Screen von I Wanna Be The Guy. Es war eigentlich dieses Prinzip. Du musstest dir einfach merken. Okay. Oder der Pac-Man-Screen von Famigame ist auch ein ähnliches Prinzip. Es fühlte sich nicht wie ein Boss an, sondern wie ein kleines Puzzle eigentlich mehr. Ach, Lignano. Ich glaube immer, es ist Feuer, dann ist es Lignano. Das ist immer so ein bisschen scary. Feuer, nein. Ein Puzzle-Bomberman-Spiel. Puzzle-Bomber meinst du? Könnte sein. Ah nein, ich muss an Pocket-Bomberman denken. Das hat beides mit P begonnen. Die Keys! Ah. Die Keys. Muss ich wirklich husten bei dem? Bei dem Schwach. Was ist das für eine Musik? Hörst du das? Nein. Ich auch nicht. Das ist so leise. Das gibt's ja nicht. Aber er hat einen coolen Visual-Effekt, nicht wahr? Glaubst du, das ist mit Shader gemacht? Oder kann Multimedia-Fusion diese Funktion? Weil das Spiel ist ja nicht gemacht mit Game Maker, sondern mit Multimedia-Fusion. Was auch die Engine war vom Original, I Wanna Be The Guy. Ja. Wusstest du diesen Bosch-Effekt bereits? Mir ist ganz nur eingefallen, dass das Original-Guy das hat, aber bei Bosch war ich mir nicht mehr sicher. Ah ja? Man lernt nie aus. Effekt, ja. Man lernt nie aus. Okay, aber zurück zu Sylvester. Sylvester? Weil bei mir war es ja Part 1. Ich war einfach bei jemandem zu Hause, ich kannte niemanden. Und wir haben über, weißt du, irgendwelche, nicht Weltthemen, aber halt irgendwie sowas. Das Weltjournal hat der geredet. Da wurden wir befragt, was so unser Lieblingstier ist. Tier? Und ich habe einfach prompt mit Axolotl geantwortet und viele andere entweder mit Hund oder Katze. Sehr urlangweilig. Na, Euda, ich hätte mich beschwert. Ja. Ehrlich gesagt. Oh, das war gut gedeutscht, aber schlecht gedeutscht. Na, die haben sich einfach nicht vorbereitet, wie ich, wo ich mich eigentlich auch nicht vorbereitet habe. Aber ich hab ja, du bist auf Zack. Bei sowas bist du einfach auf Zack. Zack. Weil du schon im Vorhinein weißt, was deine Meinung ist und deine Sicht der Dinge. Ja, ich habe die Antwort vor 5 Jahren vorbereitet. Das heißt, ich muss das nicht im Nachhinein nochmal. Du warst für diesen Moment, hast dein ganzes Leben auf diesen Moment gearbeitet. Ja. Or else you will die. Was sehr quirky war, es gab ja Chips.
Mhm. Halt so die üblichen, Computerchips. Das ist, was Computer zum Beispiel ist. Von Kellys oder Funny Frisch und das alles. Aber die sind nicht so normal geöffnet, wie einfach so von oben, sondern das ist so im Body, also im Körper, so aufgeschnitten. So die Vorderseite so aufgeschnitten in seinem Rechteck. Hast du das jemals so gesehen, dass Chips so geöffnet sind? Warte, sag nochmal, ich musste mich jetzt gerade klein bisschen konzentrieren. Du hast die Chips-Packung. Mhm. Und anstatt dass du sie oben öffnest, wie immer. Ja, das ist ja normal. Ist es so von vorne geöffnet, so mit eine Klappe, oder was? Hat einfach so mit einem Messer so aufgeschnitten, so ein Rechteck. So auf der Vorderseite. Man kann die Chips einfach so von vorne so rausnehmen. So. Das habe ich noch nie so gesehen. Das ist unheard of. Finde ich, für mich. Ja, das fand ich halt sehr interessant. Oder dass, nachdem viele Talks waren, haben die dann auch viele Fotos geschossen. Und sie haben immer so die Lampen genommen und so gedreht, damit das besser beleuchtet ist für die Kamera. Ah, okay. Und immer die vielen Lampen genommen und so gedreht. Das war sehr ist aber auch spannend. Professional. Ah, 20 Pixel hat der noch gehabt. Ja, so eine coole Zweckentfremdung. Ja, ich gehe gleich auf pixeltricks.com. Kann sich da noch erinnern? Da kann ich mich nicht erinnern. Das war, glaube ich, eine Website, die sehr promotet wurde von Togo. Echt? Oder zumindest auf Super-RTL wurde das promotet. Echt? Ich hätte gedacht, das wäre so ein Flash-Spiel. Das ist auch Webseite. Möglich. Ja, ich glaube auch. Ja. So wie Element Girls. Die. Also ich meine, wo nur ein Flash-Spiel vorhanden ist, und zwar das Spiel Pixeltricks. Ja. Ich glaube, dass es genau das war. Okay. Aber so wie ein Browser-Game, habe ich es mir mal vorgestellt. Eigentlich. Ah ja, Browser-Game, das ist ja auch ein Brand. Ja. Aber hast du irgendwelche Browser-Games früher gespielt? Dark ich habe viele Orbit. Gespielt. Dark Orbit. Ja, einfach nur, weil jemand aus meinem Gymnasium so ein Lame. Fan war. Na Spaß, es ist eh okay. Es ist okay-ish. Ish, okay. Die besseren Browser-Spiele waren bei... Vielleicht zählt das als Flash-Spiel, aber ich weiß nicht. Aber jedenfalls, es war ein MMORPG-Spiel. Und zwar, es waren mehrere, und zwar auf Spiele-Tipps? Das ist, glaube ich, aber jetzt nicht. Spielen. Ich verwechsel beide, weil beide Spiele im Namen haben. Jetzt Spiele-Tipps, stell dir vor. Ja, jetzt Spielen-Tipps. Ja, jetzt Spielen hatte so mehrere MMORPGs. Wo du einfach 3D-Welten hast. Und du halt interagieren kannst oder irgendein Auto nehmen kannst und herumfahren und so in seiner interessanten 3D-Welt. Mm. Und wir haben uns zum ersten Mal Hallo genannt und dann die ersten User sagen zu uns Bumm. Na Bumm, gell? Na das Bumm. Wundert sogar dich, dass wir den so gut geschafft haben. It is written. Da hast du deinen CD-Eiling. Schau, wir haben nicht die ganze Arena verwendet. Schau, links ist... Schnell, bevor es aus ist. Schnell müssen wir noch, bevor wir wegteleportieren. Ja, so den Boden wischen. Aber jetzt, ich traue mich jetzt nicht zu bewegen. Weil schau, da wären wir ganz schnell runtergefallen von diesem kleinen Sockel. Das ist Welt 10. Ninja Garten. Ninja Garten. Du kennst den Kindergarten, es gibt auch den Ninja Garten. Ja, da ist im Hintergrund der Ninja Garten noch zu sehen. Das ist ein großer, schöner Garten. Und es ist die schwierigste Welt in ganzer Wohnung wie der Boschi. Boschi ist ja dafür berühmt, es ist schwer. Okay, aber die Bosse sind so die wahren, wie sagt man, Roadblocks. Das ist true for every world außer die. Die Welt ist die schwierigste im Boschi. Es ist, to be fair, eine der letzten. Wir sind schon ganz am Ende vom Spiel eigentlich. Das ist die letzte Major Welt. Danach kommt noch eine Welt und dann kommt noch eine Welt. Aber vergiss die letzten zwei. Wir sind schon ziemlich am Ende vom Spiel. Will ich dir damit ja, das sagen. Hat ja jetzt Ninja Gaiden Schwierigkeit, oder? Das hat jetzt wirklich die Schwierigkeit von Ninja Gaiden. Und Ninja Gaiden ist wirklich schwer. Zumindest der erste Teil. Der zweite ist ein bisschen einfacher. Der dritte, den habe ich nie durchgespielt. Weil der dritte ist, glaube ich, eigentlich noch schwieriger als der erste sogar. Ja, aber ein unique Feature von deinem Ninja Gaiden Run ist, dass du immer eine Nachdenkpause bekommst. Das stimmt, ja. Das war bei Hausparty Nummer 2018, gell? Da habe ich immer eine Nachdenk. Hausparty 2 in 2018. Ja, da macht immer so einen Repeated Click Sound und dann kannst du in Ruhe nachdenken. Ja. Wer viel nachdenkt, gewinnt im Leben. Hä, hey, aber dieses Gras da unten ist keine. Ah, schade.
Ich kann den Meat Boy auch grasen schicken, das stimmt, ja. Ja, grasen mehr. Ah, schau, ich muss den dann abschießen. Auf den Gegner springen. Ich kann nur den Gegner abschießen. Schau, oh. Nicht schlecht, Herr Specht. Ich hätte schon längere Haare. Der war's jetzt. Ich hätte schon mehr Attempts gedacht. Ja. Das ist ja noch nicht mal so schwer. Es wird dann wesentlich schwieriger noch. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich da überhaupt machen muss. Ich glaube, ich muss die Wand huggen und dann sagen Free Hugs. Hoppala. Damn, kannst du nicht abschießen? Den kann man nicht abschießen. Die Wand. Die Wand kann ich abschießen. Warte. Ich wende dich die mit dem Kreuz. Die Wand mit dem Kreuz? Ich meine, ein Block mit dem Kreuz. Block. Ach so. Ich nenne es aus irgendeinem Grund seine Wand. Ich glaube nicht, dass man die abschießen kann. Ich glaube, das ist schier unmöglich. Hast du auch immer gelacht, wenn jemand den Begriff sagt, schier unmöglich? Noch nicht. Das kommt noch. Du lachst erst später? Ich lache erst später. Scheiß, geht nicht. Ich meine, das... Oh. Oh, jetzt bin ich ein... Aber da wäre ein Checkpoint. Das ist okay. Das war's schon mit dem Part? Ja. Aber lass mich noch einmal versuchen. Nein. Na gut, dann erachte ich jetzt das. Okay, WarioWare M, sagen wir den zweiten Buchstaben. E. Mega. Ja. Megamix. Nein. Megaparty. Ja. Wirklich? WarioWare Megaparty? Weiter. Megaparty Pack. Nein. Megaparty. Ja, wir sind so nah dran, ich will es noch nicht auflösen. Sonst haben wir danach nichts mehr zum Raten in dem nächsten Part. Okay, es war über Megaparty und noch ein Wort. Ja. Damit verabschieden wir uns und sagen Gadurfus. Bye bye. Wiederschauen.